Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, liebe Familienmitglieder meines Kanals. Euer Kampfkunstkommander Li Feng ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Hier bei Timo kommentiert. Die Kommentare hat mir einer geschrieben, er war mit die drei Runden rausgetan habe gegen Rocky Chekidi. Ihm hat so gefallen. In dem Moment war es für mich richtig, das zu machen, und dann danach habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt was Schlechtes zu Rocky Chekidi sage oder halt auch ehrlich meine Meinung über ihn, wo nicht positiv ist und er leidet darunter, was habe ich nichts davon gewonnen. Ja? Ich habe mit Rocco mehr austauscht, auch vom Wing Thai Boxing, und habe gesagt, warum hat es der Rocky mit mir nicht persönlich abklären können, und er hat es gleich öffentlich gestellt. Wenn er ehrlich seine Meinung sagt, dann kann er es mit mir persönlich sprechen und nicht in der Öffentlichkeit, wo er dann eine Meute losstoßt, nicht über 3-4 Sachen, sondern direkt mir am Telefon. Ja. Dann hat Rocco gesagt, ja, das ist schon richtig, Timo, aber du hast ja drauf, dass er auch öffentlich gemacht. Da haben wir auch Gedanken drüber gemacht, und ein alter Freund, ein weiser Freund, der schlechtes Image hat, sagte zu mir, tue andere nicht an, was du an dir selber nicht willst. Also habe ich die drei Clips gegen Rocky Chekidi rausgemacht. Ja. Was Rocky Chekidi in dem Clip sagt, also zum Beispiel früher hat er gesagt, als David Russell ein Mob losgestoßen hat gegen ihn, hat er einen Spagat gemacht und hat sich beschwert und hat gesagt, wenn David was sagt, dann stürzt er euch wie die Hähnen auf die Beute und so weiter und so weiter. Hat mit dem Diktator verglichen und. Nun möchte das Gleiche, gut, ich habe das schon 2016 gemacht, mitmachen müssen, und dass eine gewisse Gruppe auf mich losgegangen ist durch den anderen Kanal, und jetzt möchte der Rocky das Gleiche mit mir. Er sagt was in der Öffentlichkeit und die Beute, die Hähne stürzen sich auf mich. Ja. So, und zu dem Thema. Also, was du vorher angeklagt hast, was du für dich selber nicht richtig gefunden hast, bist du den gleichen Fehler jetzt gegen mich. So, was in dem Video gesagt hat, ist auch nicht richtig. Wenn was an Tratsch weitergetragen wird, dann immer die negative Seite. Ja. Zum Beispiel das Positive, was ich auch mal 2-3 Mal schon erwähnt habe. Ich habe eine Frau von der Obdachlosigkeit gerettet. Die hat einen Tag auf der Straße gelebt. Und ich habe sie dann ihr geschaut, dass sie Wohnung kriegt, dass sie Arbeit kriegt. Warum habe ich mit so vielen Leuten Streit gehabt? Weil auch durch den David-Kanal viele, den anderen Kanal, also durch ihn seinen Kanal, viele Heder der Paut-Kanal Kettop von Berlin und alle ihn fertig gemacht haben. Also ein Paut-Kanal-Käufer, ohne gegen David zu sein. Und damit habe ich viele, viele Streitigkeiten gehabt. Dabei wollte ich nur den Thailänder helfen, ja. Wenn man das Richtige möchte, möchte man sich nicht beliebt immer. Aber man möchte das Richtige, und das war Zivilcourage, ja. Es gab nur ich und einen anderen Kanal, der Bauhausschule in Berlin geholfen hat, ja. Und durch das habe ich die viele Feinde gehabt. Und durch nichts anderes. Und wenn du die Geschichte nicht weißt, kannst du auch nicht beurteilen, ja. Und das ist auch so eine Weisheit, die ich von einem Freund habe, wo ich nicht erwähnen darf oder sollte. Ja. Nicht wegschauen, wenn der Mitmensch im Dreck liegt. Ja. Da hilft man. Ja. Und die Leute mit einem schlechten Image sind oft gute Leute, und es gibt auch viele Leute mit einem guten Image, die schlecht sind. Und deswegen, Rocky, nicht über Leute reden, sondern mit Menschen reden. Ja. Also, ich habe die Clips gegen die Rost da, weil ich es nicht für richtig finde. Ich würde jetzt begrüßen, wenn du den Clip gegen mich auch rausnimmst. Weil ich hab durch deinen Schaden keinen Gewinn. Du hast durch meinen Schaden hast du auch keinen Gewinn. Aber wenn es dich glücklich macht, dann, dass du mich da in der Öffentlichkeit so fertig machst,
Dann Elastic-Clip drin. Elastic-Clips trotzdem draus gegen die drei Clips. Weil durch den Schaden anderer habe ich keinen Gewinn. Ja. Ich bin Hilfskanal, ich bin geistlicher Kanal. Hätte mich gefreut, wenn du das rausgenommen hättest, aber freitags kommen wieder Konfusstanz, Samstag kommen wieder Konfusstanz. Da kann ich zeigen, was Liefunk, der Kampfkunstkommander Liefunk, kann niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Und da zeige ich, dass sich an Rogicek die irrt. Wenn man die alten Clips anguckt, da sieht man, dass sich Rogicek die sehr irrt, dass ich was leisten kann, was kann in der Kampfkunst, im Bodybuilding Fitness. Und dann lässt es wieder krachen. Mal wieder die Welt erst zu erstaunen bringen. Nur das Einzige, was zählt, ist Leistung und nicht Worte. Und keiner kann behaupten, er wäre der Kampfkünstler. Aber wenn man gut in Kampfkunst ist, man lernt immer weiter. Jeder entwickelt sich noch. Ja? Selbst der Meister, wenn er einen anderen Stil lernt, dann fängt er wieder von vorne an. Samstag, Freitag, Samstag, das Paarwochenende, da gibt es wieder Kampfkunsttechniker vom Feinsten für euch. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren.